Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei Bumblebee 2 spielt Star Wars Dark Forces. Und ich habe mir schon das passende Shirt angezogen, das Star Wars Fanshirt mit all den wichtigen Charakteren. Und wir sind gut gerüstet also für Mission 6. Und Mission 5 war Gromas Minen, meine ich, hieß die Mission, wo wir die besondere Legierung gesucht haben. Und dann sind wir zum ersten Mal den Dark Trooper begegnet, dem bösen Terminator. Frisch poliert kam er aus der Presse und wollte uns die Kehle durchreißen, abschneiden. Ich weiß es nicht, was er vorhatte. Wir haben ihn zum Glück nicht nah genug an uns rankommen lassen, haben ihn dann erledigt mit dieser neuen Waffe, die wir gefunden haben. Und jetzt sind wir bei der imperialen Strafanstalt. Und zwar im Zentrum der imperialen Strafanstalt in Orinacra, Madines Schicksal. Und der Hintergrund ist: Schlechte Nachrichten, Kyle. Unser Informant Krix Madin ist verhaftet worden. Er wird in der imperialen Strafanstalt auf Orinacra gefangen gehalten. Wer denkt sich solchen Namen aus und soll hingerichtet werden? Da er uns mit sehr wertvollen Informationen über die Dark Trooper versorgt hat, über die Terminatoren, glaube ich, dass wir es ihm schuldig sind, ihn zu befreien. Mission, und das sieht nach einer starken Festung aus, die imperiale Strafanstalt wird schwer bewacht. Es ist sehr schwierig, hineinzugelangen und noch viel schwieriger, nicht entdeckt zu werden. Müssen wir gar nicht. Also von mir aus können sie uns entdecken, wir sind es ja gewohnt, einfach nur loszuballern. Eine Transportplattform wird dich bis vor das Haupttor der Basis bringen. Innerhalb des Komplexes befinden sich zwei Aufzüge, die zu den unteren Zellenblöcken führen. Der eine führt zu den normalen Sicherheitsebenen und zum Kommandozentrum, der andere führt zum Hochsicherheitstrakt. So, ein bisschen runterscrollen ist irrsinnig viel Text. Dort wird Krix Madin gefangen gehalten. Jede Zelle hat ihre eigene Codekarte, die von einem imperialen Offizier verwahrt wird. Die Zelle kann nur mit dieser Codekarte geöffnet werden. Deshalb musst du die passende Codekarte zu Madins Zelle finden. Da der Hochsicherheitstrakt von innen kontrolliert wird, ist es unmöglich, in ihn einzudringen, sobald die Wachen alarmiert sind. Ich schlage vor, dass du einen anderen Zugang zu den Zellen suchst. Das Personal wird dir zahlenmäßig weit überlegen sein. Auch das sind wir gewohnt. Versuche der weitestgehend unbemerkt hineinzugelangen. Die Missionsziele. Finde Krix Madin. Das schaffen wir. Denke ich. So, dann warten wir mal, bis die Mission geladen ist. Perfekt. Und wir legen los. Ab ins Hochsicherheitsgefängnis. Und auch hier, oh, da haben wir den Ersten, der uns mit Hey Du anschreit. Als würde er uns kennen. Hey Du. Wahrscheinlich hat er uns schon erwartet. So, und auch hier muss ich gestehen, die Mission habe ich tatsächlich schon mal gespielt. Nämlich, da steht jemand. Ja, dich haben wir gesehen. Und hier springen wir drüber. War doch ein Abgrund. Kann sein. Die habe ich schon mal gespielt. Ich muss hier ein bisschen den Blick nach oben heben, um ihn auch richtig erwischen zu können. Perfekt ist das gelaufen. Haben einen kassiert. Aber das macht nichts. Da ist auch nochmal einer. Wunderbar geklappt. Habe ich schon mal einmal gespielt. Und habe all meine Leben verloren. Ich bin gnadenlos gestorben und habe geloost. Ihr könnt jetzt sagen, das liegt an meinen extrem schlechten Gaming-Skills. Ich habe eine andere Ausrede mir überlegt. Aber die ist noch gar nicht mal überlegt. Ah, die müssen wir erstmal hier runterholen. Die werden uns sonst gleich noch ein bisschen nerven. Ja. Ah, der hat uns zum Glück nicht getroffen. Müssen wir noch ein bisschen hier hin und her sliden. Ja, der hat uns getroffen, weil wir hier stehen wie eine Zielscheibe. So, jetzt haben wir es. Ja, meine Ausrede ist, ich befürchte, ich war noch sehr stark angeschlagen. Und wenn ihr das Video gesehen hättet, also ich habe mich wirklich nicht gut angestellt. Wahrscheinlich haben wir im ganzen Körper noch gezittert vom Alkohol. Also ich war freitags auf einem 40-jährigen Jubiläum und da gab es ein wunderschönes Buffet hier von der Arbeit. Ein wunderschönes Buffet und auch, wie man es von Köln gewohnt ist, ein schönes Kölsch. Und da ist das Kölsch geflossen und das habe ich mir richtig gut gehen lassen. Ich habe also, ja, am Glas versucht, möglichst tough auszusehen und das ein oder andere Kölsch verputzt. Und das hat mich dann an dem Samstag so ein bisschen zurückgeworfen. Also es war eigentlich nicht so schlimm, es war nur Kölsch, also kein Schnappes oder so, aber eine Menge davon. Und dann war ich irgendwie nicht so zielsicher wie sonst. Und auch nicht so konsequent beim Spielen wie sonst. Und hab so ein bisschen geloost.
bei dem einen oder anderen Gegner, der hat es mich dann zerrissen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es diesmal ein bisschen besser machen, wenn wir nicht durch die Sprünge hier sterben. Aber das werden wir jetzt, sorry, noch herausfinden. Ja, war sehr angenehm. In einem größeren Saal in Köln, beziehungsweise in Leverkusen, haben wir... Jetzt versuche ich mal schnell darüber zu reden und zu springen. Ah, perfekt. Haben wir hier und da... Ah, hier geht's rein. Nee, jetzt doch. Es geht hier, glaube ich, rein. Er hängt nur. Oder auch nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich glaube, das war anders. Ich springe jetzt hier nochmal rüber. Ja, hier ist die Hölle los. Ich weiß nicht, wer die alle geholt hat. Aber ich suche mir eine Ecke. Ah, von wegen Ecke. Hier ist auch ein Fenster. So, aber wir sehen, glaube ich... Ja, ja, wir kriegen es noch hin. Da oben ist auch jemand. Den lassen wir erstmal da oben sein und gehen hier mal rein. Hier ist nur ein Paket. Und hier seht ihr Risse in der Wand. Und ich habe herausgefunden beim letzten Mal... Nein, zu nah! Die kann man aufsprengen. Oh! Und da haben wir... Ah, nicht eine neue Waffe. Das war die Waffe, die wir schon aufgesammelt haben. Diese hier. Nehmen wir die doch einfach mal. Die erscheint mir sehr sinnvoll zu sein in diesem Hochsicherheitsgefängnis. Ah ja, und das sieht man auch sehr schön, wie die hochschießt. Perfekt geklappt. Na, wir haben uns das gut gehen lassen. Bei guten Snacks und bei schönem Bier. Und dabei später zu Hause als gedacht. Hat noch tatsächlich... Ich kennt das ja. Ich erzähle immer mal wieder ein paar persönliche Geschichten. Da komme ich sowieso noch zu, warum die Webcam immer mitläuft und so weiter. Aber ich mag das ganz gerne persönlicher an der Stelle. Deswegen erzähle ich auch immer mal wieder ein paar nette Stories, um die Zeit zu überbrücken und nicht sagen zu müssen, oh, da ist jetzt einer und jetzt schieße ich. Ist klar, dass da einer ist und ist klar, dass ich schieße. Auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich, ich war noch so in Hektik, erst arbeiten und dann bin ich von zu Hause aus los zu dem Jubiläum. Ich öffne immer wieder die Tür, damit ich mir aussuchen kann, wen ich als nächstes anvisiere. Und habe dann tatsächlich vergessen, zu Hause eine Kerze auszumachen. Und das war so 4-Docht-Kerze. Eine riesige. Autsch! Autsch! Wer tut es? Jetzt spring ich runter. Du! Und du! Und die habe ich vergessen, zu Hause auszumachen. Und das habe ich nur gesehen, weil ich eine Webcam zu Hause habe, wegen den kleinen Katzis. Ich gucke also immer mal wieder, ob es denen gut geht. Und was die so machen, ob die Blödsinn machen, ob die mouncen, wenn ich weg bin und solche Sachen beschäftigen mich und interessieren mich. Und dann habe ich die Webcam angemacht und es war schon im Infrarotmodus, weil es zu dunkel war und dann habe ich die gesehen. Kann ich da schließen? Nee, kann ich nichts machen. Und da muss ich meinen Vermieter anrufen, der die ausmacht. Wupsa! Wir müssen noch ein bisschen Acht geben auf Schilder und so weiter. Muss mir ein bisschen mehr Mühe geben, damit ich nicht wieder all mein Leben verliere. Ah, und hier sieht man wieder einen Durchgang. Versuchen wir da mal durchzugehen. Er musste noch die Vermieter anrufen, die im gleichen Haus wohnen. Die haben die dann ausgemacht. Und als ich dann später um 1 Uhr war es, also eigentlich nicht so spät, ich mach mal das Licht an, F5, habe ich letztes Mal erst festgestellt. Ist hier nichts? Oh, eine böse Drohne. Und ich sag mal, wir müssen aufpassen. Und jetzt hackt die uns fast die Spritze ins Gesicht oder in den Hals. So, Licht aus, weil sonst verbrauchen wir Batterien. Ich weiß gar nicht, wo die Batterieanzeige ist. Irgendwo ist die. Vielleicht sind das die hellen Punkte nach unten rechts. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, oh, die kann man auch anschießen. das war ein Versehen, aber scheinbar ein glückliches Versehen. Habe ich dann gesehen, dass die Kerze an einer Seite ein Loch bekommen hat, der ganze Wachs rausgelaufen ist und am nächsten Tag durfte ich dann erstmal den Wachs von dem zum Glück Laminat ganz easy entfernen. Aber, oh, ich verletze imperiale Gesetze und habe euch beide umgenietet. Hat gut geklappt. Und Schildenergie. Na dann, kann ich hier irgendwie mit E was machen? Naja, also Quintessenz, warum ich das erzähle. Leute, wenn ihr aus dem Haus geht, viele Unfälle passieren durch Kerzen und durch andere Sachen, die angezündet werden können. Was immer ihr auch zu Hause noch anzündet, außer Kerzen. Aber wenn ihr nach Hause geht, werft nochmal einen Blick darauf, ob wirklich... Was passiert hier? Schauen wir gleich mal. Ob wirklich alle Kerzen aus sind. Ist es offen? Ich glaube nicht. Autsch! Autsch! Ich bin wie Homer Simpson, ich lerne nicht dazu. Also schaut, ob ihr wirklich alles ausgemacht habt. Das hätte ich die Webcam nicht gehabt, hätte ich das nicht gesehen. Autsch! Das kommt auch noch dazu, ist ja ein Ding.
Das war also schon offen. Das war der Bereich, wo wir schon waren. Dann gehe ich mal zurück. Dann gehe ich davon aus, da, hier ist ein Schalter. Okay. Der ist wahrscheinlich jetzt aufgegangen dadurch. Also, guckt, ob ihr alles ausgemacht habt und ob eure Wohnung in einem Zustand ist, in der ihr sie verlassen könnt. Das ist wirklich entscheidend, damit ihr wieder zurückkommt, wenn ihr getrunken habt und euch in euer gutes Bett legen könnt, ohne dass es in Flammen steht. Ich mach mal das Licht an, wieder F5 und schau mal, was hier noch so zu finden ist. Da ist scheinbar ein Durchgang. Hier ist ein Riss. Ich bin mir nicht sicher, ob es da durchgeht. Wir haben so viele Thermaldetonatoren. Ja, ging's durch. Haben wir erwischt? Oh ja, die sind grandios. Kann man da auch was machen? Oh, da auch. Leute, das habe ich beim letzten Mal, wo ich hier schon durchgehen musste, alles nicht gesehen, weil ich nicht wusste, dass man die aufsprengen kann. Ist mir erst zum Schluss aufgefallen. Ja, ob wir da jetzt durch müssen, dann geht's erstmal nicht da durch. Da kommen wir mit klar. Ich glaube, hiermit kann man nichts machen. Okay. Aber den Katzen ist nichts passiert. Die haben es ignoriert. Das ist, dass da die Kerze brennt. Komme ich da schon durch? Na, roter Schlüssel fehlt. Müssen wir uns merken. Dann müssen wir später durch. So, dann gehen wir mal in den ersten Fahrstuhl. Jetzt wird's interessant. Japs. Da ist schon jemand. Haken mal direkt um. Kommt hier noch jemand um die Ecke? Wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger sein. Denn die Räume sind hier groß. Macht ihn fertig. Ihr seid ja wirklich nicht sehr nett. Wow! Da halte ich rein. Ah, wie schön, dass diese Blaster, wenn sie auch Munition verwenden, eine extrem gute Schussfrequenz haben. Also da muss ich sagen, das haben die wahrscheinlich im Film nicht so gehabt in der Art. Scheinwerfer aus. Ach, ich hatte den noch an. So, gehen wir mal hier rein, sammeln alles auf, was wir kriegen können. Oh, und ich bin schon ganz schön angeschlagen. Und hier sehen wir das erste Schloss, Zahlenschloss oder Ziffernschloss, wie ihr es nennen magt, mögt. Und hier geht's rein. Und da bin ich mehrmals gestorben, das letzte Mal. Was ihr da auf dem Boden seht, ist nicht zum Aufsammeln. Es explodiert und reißt euch in den Tod. Eigentlich normal für Dinge, die explodieren. Das war ganz schön schmerzhaft, das in Erfahrung zu bringen, das letzte Mal. Ich glaube, ich habe zwei Leben verloren, weil ich dachte, ach komm, das kannst du einsammeln. Kann man nicht einsammeln. Ist das noch nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber diesmal sind wir viel schlauer. Und ich kann hier ganz anders agieren und reagieren. Ach, das Licht hatte ich wieder nicht ausgemacht. Das ist schade. Oh, das ist nicht so einfach gewesen. Ihr werdet das jetzt sehen. Vielleicht verliere ich hier ein Leben. Da ist ein Leben, aber da sind zwei Geschütze. Da, jetzt habe ich ein Leben verloren. Da sind zwei Geschütze. Wisst ihr was? Eigentlich möchte ich da nicht rein und sterben. Aber jetzt fällt mir gerade ein, warum schmeiße ich da nicht einfach eine Granate runter? Einen guten alten Thermaldetonator. Moment. Aber jetzt bin ich hier ein bisschen... Hab mich verlaufen. Hier. Hier muss es sein. Ja, ja, ja. So, meine Lieben. Versuchen wir das mal, oder? Ich habe jetzt ein Leben verloren und da unten ist noch eins, meine ich. Ja. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das nichts wird. Aber, also, dass die immer noch leben, diese Geschütztürme. Lass uns das mal anschauen. Eins noch. Ah, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Also das Leben, was wir verloren haben, erhalten wir zumindest wieder. Aber das ist trotzdem sehr schade gewesen, dass es jetzt passiert ist. Da ist das Leben. Denn ich wusste, dass da was ist und zwei Geschütztürme. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die mich so schnell aus der Luft pusten. So, weiter geht's. Hier ist ein Gang, da können wir nicht durch. Hier ist noch was. Vielleicht können wir uns da wieder ein bisschen aufpimpen. Oh, jetzt habe ich das kleine Gefährt vernichtet. Es tut mir leid, es tut mir leid. Habe ich das Licht noch an? Ja, mache ich es aus. Gehen wir hier raus. Da kann man durchgucken. Von außen nach innen, von innen nach außen. Je nachdem, auf welcher Seite ihr steht. Und da ist doch was. Codeschlüssel 3. Und komme ich hier rein? Nein. Der Codeschlüssel 3. Den haben wir doch vorhin. Da. Bestimmt brauchen können. Und inzwischen wissen wir, wie das läuft. Wir wählen ihn aus. Ausrüstung, Code 3 ist sowas wie ein Apfel, X und ein Häuschen. Also ein A. Machen wir erstmal X. Ups. X und das gute A oder Häuschen und diesen Apfel oder Symbol. Da ist die Tür aufgegangen. Oh! Und da war eine kleine Drohne, aber die haben wir so schön erwischt. Wunderbar.
Oh, eine neue Waffe. Mortargranaten. Ja, sehr gut, sehr gut. Ein Granatwerfer. Seht ihn euch an? Oh ja. Yeah. Der wird uns noch nützlich sein gegen die Dark Trooper, hoffentlich, sofern die uns nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Was ist hier oben? Nichts, was man öffnen kann. Schade. Dann würde ich sagen, haben wir das hier ganz gut überstanden. Gehen wir mal in den Fahrstuhl und schauen, wo uns das nächstes hinbringt. Eine Ebene tiefer. Und da steht schon der nächste. Wir gehen. Oh! Oh, oh nein, 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 nein! Festgehangen, festgehangen, aber wir haben ihn zum Glück erwischt. Also hier muss es eigentlich vor Geheimgängen wimmeln. Ich finde die nicht. Ich bin bestimmt schon an ganz vielen vorbei und ihr schlagt die Hände über den Kopf. Oder die Hand vors Gesicht, Facepalm. Aber ich möchte einfach nicht darauf achten müssen, auch noch diese Geheimnisse zu entdecken. Das ist mir zu viel. Und für einen extra Leben. Ah, da seht ihr, ich schieße hier rein und die Schüsse kommen alle zurück. Da ist ein Energiekraftfeld. Und die können sich selber erschießen. Perfekt. Dann lasst sie sich selbst erledigen. Ja, hier bin ich. Versuch nochmal. Upsi, hat er sich weggeblasen. Das ist ja ein Knaller gewesen. Und das Angenehme ist, dass ich die Mission schon mal gespielt habe. Und dadurch weiß ich hier an der Stelle zumindest, wie es ungefähr weitergeht. Ich mache hier mal das Licht an. Wir bücken uns. Schalter. Und Gas. Gas, 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 Gas. Wir müssen zurück, 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 zurück. Und hier durch. Und wir haben es geschafft. Ist hier noch jemand? Oh ja, da ist noch einer. So. Oh, und da ist wieder so eine Mine und ich wäre fast reingelatscht mit meinen Stiefeln. Ja, grandios, grandios. Ich hoffe, das ist die einzige. Und da ist nichts mehr versteckt. Nee, das war's. Sehr gut. Dann lasst uns erstmal hier reingehen und die Granate aus der Hand nehmen, damit ich mich nicht selber wegpuste. Und die Schleuse öffnen. Upsi. Die Hellmänner. Oh, schwarz gekleideten Hellmänner. Aber der Original-Lord Helmchen ist es nicht. Oh, die sind echt gemein. Aber haben wir ganz gut geschafft. Falls ihr Star Wars generell mögt, klar, ich denke schon, sonst würdet ihr das nicht sehen. Es sei denn, ihr schaut es wegen mir, aber das glaube ich auch nicht. Das ist einer der ersten Serien. Oder ihr Retrospekt-Perspektive. Ich bekomme vielleicht mal 100 Subscriber. Und ihr schaut es euch als Retrospektive einfach mal so an, mit den Geschichten, die ich so zu erzählen habe. Aber wenn ihr Star Wars kennt, kennt ihr hoffentlich auch Spaceballs. Und wenn ihr Star Wars mögt, mögt ihr hoffentlich auch Spaceballs. Ja, die wollen uns ans Fell, deswegen schieße ich direkt los. Das letzte Mal habe ich versucht, mit denen zu sprechen, aber das wollen sie nicht. Und Spaceballs ist einer meiner Lieblings-Comedy... Ja... Filme. Satiren. Ich weiß nicht, als kleines Kind habe ich mich beömmelt vor Lachen. Die haben mich wirklich weggeschmissen. Und wenn ich die heutzutage gucke, dann finde ich die immer noch grandios. Also hier ist ein Schalter hinter und den kann man nur drücken, wenn man sich duckt. Das musste ich schmerzlich in Erfahrung bringen und zwar nachlesen, weil ich hier festgegangen habe. Ich kam ja nie mehr weiter. Und ducken und dann kann man den auch schalten. Ansonsten ist mein Arm einfach nicht lang genug. Ich scheine Godzilla-Arme zu haben, das tut mir leid, aber ist scheinbar die volle Wahrheit. So, dann gehen wir mal wieder in den Aufzug und noch eins runter. Und die Godzilla-Arme passen ganz einfach nicht. Ich muss mich ducken, um den Schalter zu erreichen. So, Drohne mit Spritze wegknallen. Nein, Spaceballs, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, das ist nun mal sehr oldschool. Schaut ihn euch an. Es ist wahnsinnig witzig, finde ich. Es ist ein ganz alter Stil natürlich, aber ein Stil, den ich sehr mag. So, und die hört ab und zu mal auf zu blinken. Oh, und das waren perfekte Treffer. Ich freue mich. Ich bin sprachlos. Zwei Schüsse, zwei Treffer aus dem Ding. Also, wie gesagt, selbst Luke Skywalker hat die Teile nicht so einfach vom Himmel holen können am Anfang mit seinem Lichtschwert. Und ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat. So, dann schauen wir mal, wo geht's hier hin? Wo müssen wir was Neues entdecken? Bisher haben wir noch drei Leben. Es läuft also gar nicht mal so schlecht. Mal schauen, wie es noch weiter verläuft. Denn es ist noch ein ganzes Stück, was wir spielen müssen, aber ich bin diesmal ja, vorbereitet und weiß ein bisschen, was mich was mir gegenübersteht und auf was ich mich vorbereiten muss. So, Lord Mini-Helmchen. Ihr seid gefallen. Und hier geht's weiter.
Ja, einige grandiose Szenen bei Spaceballs, die ich niemals vergessen werde. Ich habe den als Kind so oft gesehen, dass ich mitsprechen kann. Achso, falls ihr das nicht gesehen habt, ich glaube, das war jetzt Zufall. Aber wir haben es ja vorhin schon gesehen, diesen Schalter muss man so betätigen. Aufschießen. Und dann kommt ihr da durch. Schau mal, was uns hier noch erwartet. Ja, weitere Gegner. Haben wir ein bisschen was kassiert, aber ich finde, wir sehen noch ganz gut aus. Und damit meine ich nicht optisch. Das kann ich nicht beurteilen und will ich nicht beurteilen. Zumindest gesundheitstechnisch. Ganz gut aus. Wow, ich habe nicht damit gerechnet, dass die aufgeht. Hohoho. Junge, 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 das war hart. Ja. Schaffen die das, da durchzugehen, ohne zu schmerzen? Ohne sich zu verletzen? Scheinbar. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Ich glaube, da braucht man eine gewisse Ausrüstung für. Wir haben aber nur das Sichtgerät. Und ich würde sagen, wir rennen einfach durch. Ich weiß, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich nicht verletzt. Aber hier ist der rote Schlüssel. Perfekt. Aber, wir nehmen einfach den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist durchrennen und hoffen, dass wir gleich eine Medizinpack finden. So, ich glaube, das ist der nächste Aufzug. Schauen wir mal. Ich bin so ein bisschen verirrt. Ja, hier waren wir noch nicht. Hier halte ich einfach mal rein. Einfach mal einen reinhalten. Und so ein paar Schilde könnte ich jetzt gut gebrauchen. Hier ist niemand mehr. Das ist gut. Und ich weiß nicht, ob es zu dunkel ist. Ich mache mal das Licht an. Sie sind nicht befugt, sich. Oh ja, hier ist auf jeden Fall noch jemand. Und da sind weitere Codekarten. Die sammeln wir ein. Die sind notwendig, damit wir uns wieder ein bisschen mehr Leben verschaffen können. Denn ich glaube, sonst müssten wir hier gar nicht hin. Hier sind noch ein paar Gimmicks. Da unten habt ihr gesehen, Schild. Ein Schild, aber da sind Minen. Da bin ich zweimal, glaube ich, gestorben. Weil ich das mit den Minen dann noch nicht so richtig realisiert hatte. Und da werde ich nicht runterspringen diesmal. Oh! Springt ihr hier runter? Komm runter, mein Freund. Ich weiß, du schaffst es. Aua! Ah, also wir werden jetzt gleich ein Leben verlieren, befürchte ich. Das werden wir nicht überleben. Oh, und die ist leer. Und die ist leer. Okay. Was machen wir? Nehmen wir die. Zielen nach oben. Indem wir uns gnadenlos hin und her bewegen. Puh, und hier ist ein Zahlenschloss. Und wir haben ja gerade zwei Codes von den guten Offizieren aufgesammelt. Dann schauen wir uns die mal nacheinander an. So, Code 4. X. Häuschen und abgeschnittenes Häuschen. Vollwertiges Häuschen. Und abgeschnittenes Häuschen. Habt ihr gehört? Das war das Zeichen, dass hier irgendwas passiert ist. Und zwar ist eine Tür geöffnet. Das weiß ich schon. Wow. Wow, 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 wow. Bumblebee. Nicht vergessen, dass du nur 25 Leben hast. Puh. Na, jetzt haben wir wenigstens wieder 80 Schilde. Hat uns also ganz gut was gebracht. Und jetzt gehen wir nochmal hin und machen die nächste Codekarte. Ich musste mich leider dazu entschließen, die Folge zu schneiden, weil sie einfach mit 47 Minuten zu lang ist. Nichtsdestotrotz, danke fürs Zusehen. Das war Mission 6, Teil 1. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Bumblebee 2 spielt Star Wars Dark Forces Mission 6, Teil 2. Bis dann!